Meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Ich darf dann zum heutigen Spiel zunächst mal einen Sieger beglückwünschen, der tatsächlich das Ergebnis richtig getippt hat. Es ist Johannes Forsbohl von Sports & Bytes. Er bekommt das Signal Iduna Tipkick-Spiel mit den Unterschriften selbstverständlich der beiden heutigen Trainer. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen vom SC Freiburg den Christian Streich und vom Borussia Dortmund Jürgen Klopp. Herr Streich, bitte, Sie sind der Gast und der hat das erste Wort. Vielen Dank. Wir haben gewusst, dass wir heute sozusagen daneben stehen und Dortmund zu der, und das meine ich ganz ernst, total verdienten deutschen Meisterschaft gratulieren, weil sie einfach über 34 Spiele die eindeutig beste Mannschaft waren in diesem Jahr. Dass wir dann 45 Minuten so nebendran gestanden sind, das ärgert mich. Wir haben heute schlecht gespielt, erste Halbzeit. Ein Teil nehme ich auf meine Kappe, weil wir haben keine Lust gehabt, heute hinten reinzustehen. Wir haben gewusst, wie gut Dortmund spielt. Aber wir hatten keinen Bock drauf, wir wollten mitkicken. Das hat nicht funktioniert, weil Dortmund uns nicht mitspielen lassen hat. Zweite Halbzeit haben sie da ein bisschen Tempo rausgenommen. Die Jungs, wie sie sind bei uns, haben sich weiter bemüht. Und dann sind wir am heutigen Tag fast zufrieden, dass wir nur 4 Stück bekommen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Streich. Bitte, Jürgen. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Es ist jetzt wirklich in diesem Gesamtzusammenhang nicht so wahnsinnig einfach, da die richtigen Worte zu finden für etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, ganz, ganz Großartiges, was hier heute passiert ist. Ich sehe gerade, wir haben jetzt 80 Tore geschossen, wir haben in der Rückrunde 47 Punkte geholt, wir haben insgesamt 81 Punkte geholt. Die Mannschaft hat heute am letzten Bundesligaspieltag noch mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie groß ihre Lust auf Fußball ist. Ich fand es überragend schön zu beobachten, mit was für einer großartigen Einstellung sie einfach an dieses Spiel rangegangen sind. Man hätte hier heute alles, es ist schon alles passiert in solchen Situationen. Und ein Gegner, der mitspielen will, ist dann in dem Moment, wenn wir hätten irgendwie mit der falschen Einstellung rangegangen wären, hätten wir richtig Probleme bekommen. Und die Mannschaft hat erneut keine Zweifel aufkommen lassen an ihrem Charakter. Ich bin unendlich stolz auf diese Truppe. Ja, also wir haben heute in der Sitzung davon gesprochen, dass uns heute keine 81 in die Hände gedrückt wird. Ja? Und nichtsdestotrotz, das ist etwas, was ist ein weicher Titel sozusagen. Aber ich glaube, das ist echt eine historische Marke. 81 Punkte wird so schnell nicht möglich sein, für uns sowieso nicht, aber generell ist es wirklich schwierig. Irgendwann, wenn wir so in 30, 40 Jahren darauf zurückgucken und vielleicht hat es dann immer noch niemand geholt, dann glaube ich, wird uns allen so ein kleines Lächeln ins Gesicht. Wenn wir alle so ein kleines Lächeln im Gesicht haben, so denken, oh, das war schon eine unglaublich gute Zeit. Und die Zeit, die wollen wir natürlich jetzt auch genießen. Und vernünftig und großartig der ganzen Saison angemessen zum Abschluss bringen. Wir werden das Ganze heute natürlich feiern, nicht so exzessiv, wie das möglicherweise letztes Jahr der Fall war. Wir werden uns morgen dann zu einem gemeinsamen Frühstück treffen, ein bisschen regenerieren, alle. Und dann ab Dienstag unser Pokalendspiel vorbereiten. Und ja, es wird ein ganz, ganz großes Event. Ich finde es jetzt einfach so insgesamt ein bisschen schade, dass wir das heute nicht anders hingekriegt haben. Wir waren oben auf der Tribüne, das war schön, keine Frage. Aber wir wären natürlich gerne auch nochmal runtergegangen, wir wären gerne Ehrenrunde gegangen. Ich glaube, es gibt noch gar kein offizielles Meisterfoto. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, wo alle drauf sind. Ist auch ein bisschen ungeschickt, aber ist jetzt halt so. Die Leute wollten aufs Feld. Und am Ende geht es ja auch manchmal darum, was die Leute wollen. Falls sie auch noch eine Ehrenrunde wollten, haben sie sich die halt selber versaut sozusagen, war jetzt nicht möglich. Aber nichts wird diesen wundervollen Tag trüben, heute nicht und im Rückblick schon gar nicht.
es ist eine ganz großartige Saison. Geht hier heute, Bundesliga-Saison geht hier heute zu Ende. Und ja, stolzer als ich bin, hier und heute kann man nicht sein auf seine Mannschaft. Dankeschön. Vielen Dank, Jürgen. Gibt es Fragen an Herrn Streich, an Herrn Klopp? Bitte das Handzeichen, wir haben ein Mikro. Was ich im Überschwang der Gefühle vergessen habe, ist Christian Streich und SC Freiburg. Ich würde sagen, für das Gleiche in Grün sozusagen zu gratulieren. Eure 40 sind unsere 81. Es ist unglaublich, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und es ist einfach schön zu beobachten, dass auch das möglich ist, dass man aus dem tiefsten Tal, das der Fußball einem zur Verfügung stellen kann, dann trotzdem so rauskommen kann. Das ist auch beispielgebend für die Zukunft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank, es ist sehr nett. Dankeschön. Ich darf noch mal die Frage stellen, irgend noch welche Informationswünsche, möchte jemand noch was wissen? Ich kann beim besten, doch, Benno Weber bekommt das Mikrofon jetzt, bitteschön. Herr Streich, ich bin der Meinung, dass Sie alle Komplimente dieser Erde verdient haben, auch das Ihres Trainergegners. Trotzdem mal die Frage, Sie sagten, Sie haben was mit auf die, Sie nehmen es mit auf die eigene Kappe. Was hat Sie dazu bewogen, einen wirklich exzellenten Torwart wie Baumann heute rauszunehmen und Batz reinzunehmen, der ja sicherlich zu den Toren der ersten Halbzeit nicht unerheblich beigetragen hat, wie ich meine? Bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Der Bazzi hat in den letzten 4 Monaten, besonders in den letzten 4 Monaten, eine klasse Entwicklung gemacht. Ich bin mit vollster Überzeugung mit meinem Trainerteam hingegangen, habe ihn aufgestellt und ich würde es jetzt nach dem Spiel auf jeden Fall wieder tun. Er ist ein Torwart, der noch viel erreichen wird. Er ist sehr, sehr jung und das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Natürlich, wenn es jetzt um alles gegangen wäre, hätte dann der Olli gespielt, das ist klar. Aber er hat sich das total verdient und Sie müssen mal überlegen, der hockt da die ganze Zeit auf der Bank und ich turne da vor dem rum und er muss jedes Spiel anschauen und die ganze Emotionen hin und her. Der arme Kerl, jetzt fand ich das echt mal zeitig, dass er mal auf den Platz darf und sich diese 90 Minuten nicht erleben muss mit mir. Das meine ich ganz ernst, also. Ich glaube, das ist auch wirklich kein Spaß, hinter dir da zu sitzen, wenn ich ehrlich bin. Freddy Röckenhaus, bitte. Ja, auch nochmal an Herrn Streich. Wie geht's denn dem Spieler Freis? Sebastian hatte Gehirnerschütterung, war weg, kurz. Es war nicht so schön und ist dann aber wieder gekommen und ist jetzt im Krankenhaus. Jetzt müssen wir mal schauen, ob er mit nach Hause fahren kann. Aber wenn die Gehirnerschütterung zu stark ist, dann bleibt er hier. Und muss dann wenigstens eine Nacht hier bleiben. Aber es sieht gut aus, also mit Jochbein und alles ist stabil. Es kann sein, er hat das Nasenbein gebrochen. Aber es ist noch einigermaßen glimpflich abgegangen. Auch ihm wünschen wir alles Gute. Und wenn ich gerade dabei bin und keine weiteren Wortmeldungen mehr sehe, dann darf ich sagen, Ihnen allen eine schöne Sommerpause. Vielleicht sind Sie ja noch in Berlin dabei. Wir jedenfalls auf jeden Fall. Den Freiburgern schönen Urlaub. Und ich darf das sagen, Herr Streich, nicht nur, weil Sie heute hier ein sehr angenehmer Gegner waren, sondern einfach, weil dieser Verein zu den sympathischen in der Bundesliga gehört. Das weiß Herr Rudi, das weiß Ihr Präsident. Alles Gute. Und danke, ich darf mich ebenso wie Jürgen Klopp für heute verabschieden. Ich für ganz. Es war eine tolle Zeit hier. Und ich mach's kurz, damit nicht irgendjemand, vor allem mich, noch die Rührung übermannt. Deshalb sage ich, schönes Wochenende, drücken Sie uns alle die Daumen in Berlin. Das Double in der 103-jährigen Geschichte des BVB wäre das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.